Bei einem Brand in einer Lebensmittelfabrik in Bangladesch sind nach Behördenangaben mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen waren offenbar eingeschlossen, als das Feuer ausbrach. Die Rettungskräfte befürchten, dass noch mehr Opfer gefunden werden. Es sind immer mehr Opfer, die die Rettungskräfte bergen müssen. Das Feuer in dem Fabrikgebäude war Donnerstagnacht ausgebrochen. Leicht brennbares Material wie Folienpapier, Harz- und Plastikflaschen erschwerten die Löscharbeiten. Die meisten Opfer waren in einem der 6 Stockwerke eingeschlossen, hatten keine Chance, dem Inferno zu entkommen. Auf dem 3. Flur war der Zugang zu beiden Treppenhäusern verschlossen. Kollegen haben gesagt, dass da 48 Menschen drin seien. Wenn das stimmt, wird man nicht mal mehr die Körper finden. Andere konnten sich im letzten Moment in Sicherheit bringen. Unsere Feuerwehr konnte 25 Menschen vom Dach des Gebäudes retten. Sollte das Feuer unter Kontrolle sein, werden wir die Bergungs- und Rettungsarbeiten im Inneren fortsetzen. Mittlerweile, nach rund 20 Stunden, ist das Feuer weitgehend eingedämmt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Behörden haben ein Untersuchungsteam eingerichtet. In Nordeli spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Oliver Meyer, der auch über Bangladesch berichtet. Oliver, wie laufen die Rettungsarbeiten? Werden noch Menschen vermisst? Ja, es werden noch zahlreiche Menschen im Gebäude vermisst. Zum Zeitpunkt des Brandes waren wohl etwa 1000 Arbeiter in dem Gebäude und von denen konnten sich viele retten. Etwa 25 Personen sind aufs Dach gestiegen, konnten von da gerettet werden. Aber wie wir gerade schon im Beitrag erfahren haben, viele Personen waren scheinbar im Gebäude eingesperrt. Es waren Türen verschlossen, so konnten sie nicht fliehen. Deswegen sind es zurzeit mehr als 50 Tote, die offiziell angegeben werden. Es wird aber vermutet, dass diese Opferzahl noch stark ansteigt und zurzeit ermitteln die Behörden und die Feuerwehr versucht jetzt ins Gebäude einzudringen. Weiß man irgendetwas darüber, warum diese Türen verschlossen waren? Ja, darüber weiß man tatsächlich recht wenig. Also das muss wohl damit zusammenhängen, dass die Brandvorschriften in diesen Ländern nicht unbedingt immer genau eingehalten werden. Es gibt bisher keine logische Erklärung, warum diese Türen tatsächlich verschlossen gehalten werden sollen. Denn natürlich müssen diese Fluchtwege eigentlich freigehalten werden. Und das ist ja sicherlich eine Aufgabe, die das Behördenteam klären muss. Die werden dem natürlich nachgehen. Gibt es irgendwelche Informationen zur Brandursache? Ja, auch da gibt es Spekulationen. Es wird zum einen vermutet, dass es ein Gasleck gegeben haben soll. Dann vermuten wiederum andere, dass es ein Papierkarton gewesen sei, der gebrannt hat. Und dann wird auch vermutet, dass es an den Plastikflaschen lag, die in dem Gebäude gelagert wurden. Das war ja eine Getränkefabrik und die diesen Brand gegebenenfalls beschleunigt haben könnten. Auch da gibt es, wie gesagt, bisher nur Spekulationen. Auch da wird überprüft werden müssen, wie dieser Brand letzten Endes ausgebrochen sein könnte. In Bangladesch kommt es ja immer wieder zu schweren Unglücken in Fabriken. Ist das ein strukturelles Problem? Ja, das ist tatsächlich ein strukturelles Problem. Das Problem ist, dass die Wirtschaft dort schneller wächst, so schnell wächst, dass man quasi nicht hinterherkommt. Bangladesch gilt immer noch als Entwicklungsland. Und es ist so, dass natürlich dann darauf geschaut wird, wie können wir möglichst schnell unsere wirtschaftlichen Interessen befriedigen. Und dann wird eben an anderen Stellen schlampig gearbeitet. Das muss schnell gehen. Und dann werden diese Brandschutzvorschriften nicht wirklich eingehalten. Und dann passieren solche Sachen. Das ist ja jetzt kein Einzelfall, dieser Brand. Sondern auch in den letzten Jahren hat es in verschiedenen Fabriken schon gebrannt. Wir erinnern uns auch an ein verheerendes Unglück vor 8 Jahren in einer Textilfabrik, als mehr als 1000 Menschen ums Leben kamen. Also leider muss man sagen, kommt das dort regelmäßig vor und daran muss natürlich in der Zukunft gearbeitet werden. Oliver Meyer damit, vielen Dank.